In-Flight-Entertainment im Flugzeug. Vor allem die Golf-Carrier haben das lange Zeit vorangetrieben und nach rüsten auch andere Airlines wie Delta oder Lufthansa auf. Und auch die Condor möchte ihren Kunden jetzt ein völlig neues Unterhaltungsprogramm anbieten. Und das kommt fast völlig ohne Kabel aus. So viel Technik, viel mehr braucht es nicht mehr, um ein Flugzeug mit In-Flight-Entertainment auszurüsten. Herr Dr. Jörg Liebe von Lufthansa Systems, Sie haben das System entwickelt und es läuft alles wireless ab. Genau, das, was Sie jetzt hier sehen, ist im Prinzip alles, was wir noch benötigen, um in einem Flugzeug In-Flight-Entertainment anbieten zu können. Und tatsächlich, die Neuerung ist, dass es wireless abläuft, dass wir auf die Passagierendgeräte streamen können und die Passagiere sozusagen ihre Geräte mitbringen und dort den Content sich anschauen können. Das heißt, es werden aber auch Geräte wie diese noch in die Maschinen erstmal eingebaut? Nein, diese Geräte stellen im Prinzip schon Passagierendgeräte dar. Darum haben wir klassische Netbooks genommen, die ja von der Performance her jetzt nicht besonders wahnsinnig groß ausgestattet sind. Und trotzdem können Sie sehen, dass es hier völlig ausreicht, um wirklich Filme in HD-Qualität sich anschauen zu können. Das heißt, ich kann also auch mein iPad mitbringen und kann mich dann in das System an Bord des Flugzeugs einloggen? Und exakt. Kann darüber dann auch Filme gucken, Musik hören, Internet auch? Internet hängt davon ab, ob die Airline im Prinzip dann Internet an Bord hat. Wenn die Airline Internet an Bord hat, können wir das über das System natürlich auch dann zur Verfügung stellen. Wie groß wird dann das Angebot sein, was es da an Bord geben wird? Das hängt jetzt auch wieder davon ab, was die Airline reinbringen will. Wir können hier anbieten bis zu 1,2 Terabyte an Plattenplatz. Wenn Sie das mal umrechnen, sind das mehrere hundert Filme und sehr, sehr viele CDs. Wir haben jetzt mal ein mobiles Endgerät hier, wie es der Flugpassagier auch mitnehmen würde an Bord. Der loggt sich ein und dann läuft es über eine eigene App? Exakt. Er würde dann hier auf so eine App kommen, würde dann hier die Oberfläche sehen, in dem Fall eben für den Condor, und könnte jetzt das, was Sie klassisch kennen, sich einen Film auswählen, hier reingehen, sieht dann hier den gesamten Filmcontent, kann dann hier durchgehen und sich sozusagen den Film aussuchen, den er an der Stelle haben möchte. Und wenn er dann was findet, wo er sagt, wunderbar, das wollen wir uns gerne angucken, kann er noch ein paar mehr Informationen dazu bekommen und dann tatsächlich auch den Film beginnen. Das dauert 2 Sekunden und dann geht es auch los. Was Sie jetzt hier sehen ist, dass wir hier auch sehr schnell in dem Film hin und her springen können und dann eben an der Stelle weiterschauen, wenn wir sozusagen unterbrochen haben, und können dann sozusagen jetzt den Film hier uns anschauen. Wie lange dauert so ein Einbau, wenn jetzt Condor sagt, wir möchten das bei uns reinhaben? So ein Einbau ist relativ schnell gemacht. Sie sehen es ja hier. Wir fangen an im Prinzip immer mit 3 Access Points. Das ist die Minimalkonfiguration, ein Server, wie wir ihn hier unten sehen. Und das kann im Prinzip innerhalb eines Nightstops, innerhalb von 8 Stunden kann das gemacht werden. Das heißt, es ist keine Sonderliegezeit notwendig, um so ein System im Flieger zu verbauen. So, das ist jetzt der Server. Und Vorteil auch hier, der Content, die Inhalte können sehr schnell erneuert getauscht werden. Exakt, das ist der Server, den wird ein Passagier üblicherweise nicht sehen. Was wir eben haben, Sie haben hier vorne eine Tür und hier so können Sie sehr schnell den Content tauschen. Hier drin ist eine SSD und auf dieser SSD sind dann die ganzen Filme, die Spiele und was auch immer Sie sonst sozusagen als Inhalte, als Airline anbieten wollen. Und über diesen Tausch, das sozusagen hier rausnehmen und in gewechselte hier reinstecken, haben Sie jetzt den gesamten Content-Tausch sehr, sehr schnell erledigt. Condor ist jetzt der erste Kunde? Condor ist der erste Kunde. Und die rüsten alles, alle Maschinen auf oder wie sieht das aus? Das werden wir sehen, mit der Condor gemeinsam dann den gesamten Plan aufbauen. Also die Zukunft des In-Flight Entertainments, sehr wenig Gewicht auch, das ist natürlich auch Kerosinersparnis und wenig Verkabelung, ist also schnell einzubauen. So sieht's aus, Lufthansa Systems hat es entwickelt. Vielen Dank, Herr Liebe, für die Infos. Dankeschön.